Rufus, komm. Komm, Rufus, komm, halt, Kommando, halt. Hier ist wieder einer. So, Rufus, hopp, einer. Dann wollen wir mal gucken, ne, um was für Pilz sich das jetzt hier wohl so handelt. Ne? In der großen Lexikon von den Pilzen. Ja, moin, Sie, hier ist Heinrich Schulte-Brömmelkamp aus Gattenfelde. Sie, meine Frau, die Erna, die will jetzt zum Herbst wieder eine schöne Suppe machen, so mit Pilzen, ne? Sie müssen wissen, neulich in dieser eine Kochsendung im Fernseher, da ging das auch um Pilze. Und die ganzen Rezepte, die will meine Frau jetzt nachkochen. Und da hat sie gesagt, dann gehst du mal schön Pilze sammeln nach dem Wald in eine Wiese, ne? Und damit ich bloß nicht mit das Falsche nach Hause komme, habe ich mir hier besorgt, das große Lexikon von den Pilzen, ne? Ich dachte, ja, soll alle wohl gut gehen. Bring mit, was du an Pilze sammelst, ne? Wenn das ordentlich durchgekocht ist, wirst du es schon überleben. Aber da musste ich mich neulich von wegen was eines Besseren belehren lassen. Wissen Sie, ich war auch Pilze sammelt hier im Wald, ne? Und plötzlich habe ich dann unsere neue Nachbarin getroffen. Sie wissen schon, die junge Frau, die ganz alleine auf dem Meisenkaisershof wohnt, ne? Ich habe ja nur gehört, dass ihr Mann neulich gestorben ist, ne? Der dritte Ehemann übrigens schon, und sie ist gerade Mitte 20, 26, um genau zu sein, ne? Da sagt sie, oh, dass wir uns hier treffen beim Pilze sammeln. Ich sag, ja, Fügung des Schicksals, ne? Guckt sie so in meinen Korb rein, sagt sie, oh, sagt sie, ne? Also, sagt sie, die können sie aber nicht alle essen. Ich sag, ach, wenn meine Frau die gut durchkocht, nie, sagt sie, also, der und der, das wäre hochgradig giftig, da müsste ich mich vorher informieren. Ich sag, gut, dass sie mir denken helfen. Nicht? Ich sag, weil nachher wäre noch was passiert. Ja, sagt sie, weil ich will sie das sagen, sagt sie, weil ganz im Vertrauen, sagt sie, mein erster Mann von die drei, sagt sie, nicht? Der ist an der Pilzvergiftung gestorben. Ich sag, oh, das ist aber tragisch für den Mann, nicht? Ja, sagt sie, und der zweite, um mir ganz ehrlich zu sein, sagt sie, der ist auch an der Pilzvergiftung gestorben. Ich sag, und der dritte Mann, lassen Sie mich raten, der ist auch an der Pilzvergiftung gestorben. Nee, sagt sie, der ist von wegen kaputte Bremsen an sein Auto gestorben. Ich sag, da hat er ja Glück gehabt. Ja, sagt sie, der alte Sausack, der wollte einfach die Pilze nicht essen.